Ja, moin zusammen. Super, dass ihr auf Donnerstag wieder dabei seid. Und heute kommt die große Bundesliga-Prognose für die Saison 2024-2025. Ich habe mich mit allen Teams ausführlich beschäftigt und jetzt seht ihr meine Prediction für die kommende Saison. Wo wird Borussia Mönchengladbach landen? Wer wird Meister? Wer steigt ab? Ein einmaliges Video. Ich freue mich richtig drauf. Lasst gerne kostenloses Abo und einen Daumen da. Ich glaube, jeder wird das Video hier feiern. Und schreibt mal eure Platzierung für die kommende Saison in die Kommentare. Wo landet Gladbach? Wer steigt ab? Wer fährt nach Europa? Wer holt den Pokal? Wer wird Torjäger? Das werden wir jetzt alles besprechen und ich werde es einordnen. Und ja, ich würde sagen, wir starten rein. Es ist ganz einfach, von Platz 1 bis 18 werden wir hier durchfahren und ja, die Bundesliga-Teams einsortieren, so wie ich glaube, es wird kommen. Und ja, wir haben natürlich mit St. Pauli und Holstein Kiel, und da wollen wir direkt mal beginnen, zwei Aussteiger dabei, die relativ überraschend in die Bundesliga aufgestiegen sind. Die etablierten Teams, ob es Schalke ist, ob es Hertha ist, haben sich nicht sonderlich mit Ruhm bekleckert, genauso wie der HSV. Und dementsprechend haben es Holstein, Kiel und St. Pauli auch verdient aufzusteigen. Trotzdem glaube ich, dass zumindest einer von beiden direkt absteigen wird. Und ich glaube, dass der FC St. Pauli auf dem 18. Platz am Ende der Saison stehen wird. Trainerwerk Hürzeler, ich glaube, das war eine sehr, sehr wichtige Komponente. Grundsätzlich haben sie jetzt noch nicht viel auf dem Transfermarkt gemacht, haben einen neuen Trainer mit Alexander Blessin. Ich habe mir hier auch so ein paar Notizen gemacht. Ja, zu dem Trainer kann ich nicht viel sagen. Ich finde Gelawogi, das ist, glaube ich, der Bruder von dem Joshua Gelawogi, damals bei Wolfsburg, spielt bei denen im Sturm. Finde ich sehr, sehr spannend. Ich fand den im Pokal auch ganz gut, relativ beweglich. Eggestein daneben. Ja, aber trotzdem fehlt es mir hinten an Qualität. Haben jetzt auch nicht groß eingekauft, weil wahrscheinlich auch die finanziellen Mittel fehlen. Ich glaube, für St. Pauli wird es unheimlich schwer. Und deswegen gehen sie bei mir auf Platz 18. Jetzt tatsächlich, glaube ich, kommt für viele eine Überraschung. Der FC Heidenheim, tatsächlich, auch wenn ich den Club sympathisch finde, nicht nur wegen seiner Torhymne, Frank Schmidt, ein Top-Trainer, aber mit Beste, Kleindienst und Dingchi natürlich gefühlt den gesamten Erfolg der letzten Saison abgegeben. Wenn man aufs Transferfenster guckt, klar, Paul Wanner geholt, Kaufmann geholt, Micke Kaufmann von Union Berlin. Glaube ich aber nicht, dass die das 1:1 so schon gar nicht aber ersetzen können. Und durch eine eventuelle Dreifachbelastung sogar könnte ich mir vorstellen, dass das so ein bisschen auch tatsächlich die Enttäuschung der Saison wird. Und ja, der FC Heidenheim direkt wieder absteigt. Also nicht direkt absteigt, sondern nach einer wirklich überragenden Saison womöglich in den sauren Apfel beißen muss und dann ja, einfach auf Platz 17 landet. Sehr, sehr bitter wäre das für Heidenheim. Auf Platz 16 kommt dann auch der zweite Aufsteiger bei mir, Holstein Kiel. Ich finde, sie haben zwei gute Leute von Rostov geholt, zwei zentrale Mittelfeldspieler, Gigovic und Knarzen, Trainer Marcel Rapp. Finde ich sehr, sehr spannend. Ich finde auch sehr, sehr spannend, Luis Holtby und Fiete Arp nochmal in der Bundesliga zu sehen. Ich sehe die Qualität da ein bisschen höher tatsächlich als bei St. Pauli, auch wenn das der Transfermarkt nicht widerspiegelt oder der Marktwert von dem Kader nicht widerspiegelt. Aber ich glaube, dass Holstein Kiel sich schon auf den 16. Platz da berappen kann. Auf Platz 15 hätten sie jetzt im Pokal nicht so gespielt, wie sie gespielt haben. Hätte ich sie, glaube ich, eventuell sogar höher gerankt, weil ich die Transfers von Sissoko, De Witt, wen haben sie noch geholt, Boadu, Medic ganz gut fand. Man darf den Pokal auch nicht überbewerten. Der VfL Bochum kommt bei mir tatsächlich auf Platz 15. Haben da ihre Abgänge, sie haben viele Abgänge gehabt. Asano, Osterhage, Stöger, Schlotterbeck, womöglich noch Bernardo, viele Leistungsträger abgegeben. Finde ich aber mit Sissoko, Danny De Witt, Boadu, Medic relativ gut aufgefangen, auch in der Breite. Und wenn Boadu durchstartet, glaube ich, kann das schon eine sehr, sehr gute Überraschung werden. Trotzdem auch einen neuen Trainer, Peter Zeitler, erfahrener Mann, muss man dazu sagen. Und deswegen der VfL Bochum bei mir auf Platz 15. Auf 14
Ich glaube, dem Ganzen auf dem Platz rumtouren und Standing Ovations von den Fans einsammeln, Bo Henriksen nicht. Haben auch mit Gruder natürlich einen Wahnsinnsabgang jetzt noch hingelegt, haben sich jetzt noch nicht sonderlich gut verstärkt. Sieb, Sano aus Japan, wo es auch schon mal so ein paar, wo der zumindest angeklagt war wegen dem Verbrechen, das war auch so ein, ja, sag ich mal, so ein bisschen komischer Transfer am Ende. Da wird noch was kommen wegen Gruder. Stand jetzt, haben sie da noch nicht so viel, ja, einfach nachlegen können. Trotzdem glaube ich, dass der Bo Henriksen-Effekt einkrachen wird und sie auch mit im Abstiegskampf stecken, Mainz 05. Auf Platz 14, man muss halt sagen, die Bundesliga hat halt einen sehr, sehr, also ich würde sagen, es gibt 5, 6 Mannschaften, vielleicht 7, so die ganz klar oben gesetzt sind und dann kommt ein brutal weites Mittelfeld in der Bundesliga und da sehe ich Mainz auf Platz 14, Werder Bremen ist dann bei mir die 13, Ole Werner, ich weiß nicht so wirklich, was ich von dem Trainer halten soll. Sehr, sehr bodenständig, jetzt ohne Emotionen brauchst du vielleicht nicht, fachlich mit Sicherheit gut aufgestellt. Ja, spannend wird der Sturm sein, Keke top, kann ich noch nicht einschätzen, wie er sich in der Bundesliga macht. Im Pokal hat er es gut gemacht. Duxch, Gymner, von dem erwartet man sehr, sehr viel. Bremen, wie immer traditionell, werden wahrscheinlich viele, viele Gegentore fangen. Ich finde den Kader bei Bremen nicht sonderlich stark. Klar, Skelly Alvero noch geholt. Der letztes Jahr schon da war, verletzungsfrei. Ich glaube, für Bremen wird es ja eine ziemlich graue Saison werden, ohne große Auf- und Abs. Und sie werden bei mir auf Platz 13 landen, auch wenn sie mir natürlich sympathisch sind. Der FC Augsburg, bodenlosen Endspurt hingelegt. Ich glaube, 4 oder 5 Spiele am Stück verloren in der Bundesliga. Unter Jess Torup, Demirovic verloren, Bellio ist gegangen. Ganz neuen Sturm, Essende. Tietz und haben noch, glaube ich, noch einen weiteren Stürmer geholt. Schlotterbeck haben sie noch geholt. Kevin Schlotterbeck ist, glaube ich, zu Augsburg gewechselt, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Und könnte tatsächlich spannend werden. Ich sehe den Augsburg, ja, graue Mittelfeldmannschaft auf Platz 12. Und ja, jetzt kommen wir schon zu meinem Platz 11. Ich glaube, das könnte auch die erste Trainerentlassung werden. Nach Christian Streich eine Ära. Kommt jetzt Julian Schuster, ist schon ein bisschen am Rumprobieren. Ich bin mal gespannt, ob das im Sturm mit Adamu klappt. Grundsätzlich auf dem Transfermarkt würde ich sagen, gute Transfers gemacht. Dingchi, Osterhage von, also Dingchi von Heidenheim, Osterhage von Bochum geholt. Finde ich spannend. Wie gesagt, Adamu und der Trainer sind für mich da wirklich noch Fragezeichen. Deswegen wäre es eher wahrscheinlich eine enttäuschendere Saison. Für den SC Freiburg auf Platz 11, auf Platz 10 sehe ich die TSG Hoffenheim, wo ich auch den Trainer war, haben sich im Pokal schon extrem schwer getan. Matarazzo, weiß ich auch nicht, ob der unbedingt ein guter Trainer ist, haben sich mit Prass und Logic natürlich aus meiner Sicht gut verstärkt, haben natürlich auch gut Kohle durch Bayer eingenommen. Hoffenheim, ähnlich wie Wolfsburg, immer qualitativ sehr guten Kader, bringt es nur nicht auf den Platz. Und Platz 10 wäre dann mit Sicherheit schon ja, eine Enttäuschung für die TSG Hoffenheim. Auf Platz 9, viele tippen sie deutlich, deutlich schlechter. Ich glaube aber, dass mit Bo Svensson und Horst Held, die da wirklich gute Leute geholt haben, transfertechnisch gefällt mir Union Berlin noch nicht so. Tom Rothe, klar, guter Mann, Querfeld, Blaschlo Benes, Ex-Gladbacher geholt. Ich glaube, sie werden sich wieder ein bisschen berappeln, die Unioner, und auf Platz 9 landen. Und jetzt ist es soweit. Freunde der Sonne, jetzt ist es soweit. Ich glaube, wenn wir eine gute Saison spielen und nächste Woche, ich nehme die Folge hier, ihr seht sie morgen, ich nehme sie einen Tag früher auf, wenn wir noch 1, 2 Defensivtransfers sehen, glaube ich, und Seoane die Mannschaft stabilisieren kann, glaube ich, dass wir vorne extrem gut besetzt sind, um wirklich viele, viele Tore schießen zu können, um Spiele zu gewinnen, die wir letztes Jahr nicht gewonnen haben. Und ich gehe mit unserer Borussia auf Platz 8. Das wäre dann mit viel, viel Glück, wenn alles für uns spricht und so ähnlich wie letzte Saison wird, dann wäre Platz 8 sogar eventuell Conference League. Das Glück hatte Heidenheim in der letzten Saison.
Und das wäre meine Platzierung für Borussia Mönchengladbach. Ich glaube, das würde auch fast jeder unterschreiben und als erfolgreiche Saison verbuchen. Ja, ist immer schwierig, so eine Prognose, wenn das Transferfenster noch nicht zu ist. Ich glaube aber, Minimum einer wird noch kommen. Und es muss der Turnaround kommen. Letztes Jahr Platz 14 fast abgestiegen. Und das wäre auch aus meiner Sicht, ja, eine sehr, sehr überraschende Platzierung, wenn Gladbach auf Platz 8 dann landen würde. Und ich finde, das ist auch möglich bei der Bundesliga-Besetzung, die wir so haben. Und auf Platz 7, glaube ich, wird der VfB Stuttgart landen. Haben natürlich extrem viele Abgänge gehabt. Mit Anton, Gerassi, Ito zu Bayern, haben mit Demirovic und Undav direkt mal knapp 50 Millionen Euro in die Hand genommen. Leveling, Chabot noch verpflichtet. Leveling war schon da, also insgesamt knapp 60 Millionen. 1:1 die Kohle investiert. Und ob sie das so auf den Platz bekommen, ich sehe da immer noch eine sehr, sehr starke Mannschaft. Milo finde ich richtig gut. Vorne drin bin ich mal gespannt auf Demirovic und Undav. Das kann gut funktionieren. Defensiv mache ich mir da schon noch ein bisschen Sorgen beim VfB, ob das wirklich mit Chabot so stabil wird wie mit Ito. Und deswegen gehe ich da auf Platz 7. Auf Platz 6 leider der VfR Wolfsburg. Mit Ralf Hasenhüttl haben sie aus meiner Sicht eigentlich einen guten Trainer. Wahrscheinlich wird Wolfsburg wieder bodenlos reinscheißen, aber von der Kaderqualität, sie haben einen neuen Keeper geholt, auf den bin ich sehr, sehr gespannt, von Kopenhagen. Die Castells-Nachfolge, einen neuen Stürmer geholt. Kulirakis wirklich einen sehr, sehr spannenden Verteidiger geholt. An dem waren wir letzten Sommer auch dran. Und von der Kaderqualität müsste da Wolfsburg ungefähr landen. Aber meist schaffen sie es nicht. Erfreulicherweise natürlich. Und der Trainer wird bei Wolfsburg entlassen. Ich glaube, dieses Jahr wird es nicht so kommen. Und bei mir ist Wolfsburg auf Platz 6. Auf Platz 5, vielleicht auch für viele eine Überraschung, ist Borussia Dortmund. Also grundsätzlich von den Transfers, Bayer, Anton, Gerassi, jemanden, Couto, von Manchester City, Außenverteidiger, Pascal Groß geholt, auf dem Papier gut, aber ich sehe die nicht so gut, dass sie an den 4 Mannschaften, die ich oben habe, vorbeikommen können. Die sehe ich einfach, ja, vielleicht sogar einen Tick besser besetzt. Da werden mir einige bei Eintracht Frankfurt jetzt gleich widersprechen. Und ich glaube auch, dass Nuri Sahin, dass das nicht funktionieren wird. Sagt mir mein Bauchgefühl zumindest, dass das schwierig werden könnte. Er war schon im Trainerstab. Und ob das wirklich auf Dauer gut geht, mag ich zu bezweifeln. Borussia Dortmund, mein Platz 5. Auf Platz 4, dann Eintracht Frankfurt, ist natürlich auch Dino Topmöller. So ein bisschen die Gefahr, dass das schief gehen könnte. Schauen wir mal. Aber ich bin mal gespannt. Also ich finde, die vom Kader haben die mit den ausgeglichensten Kader in der Bundesliga, haben noch spannende Transfers gemacht. Klar, Pacho abgegeben, noch einen belgischen Innenverteidiger dazugeholt. Christensen von Leeds, einen spannenden Außenverteidiger dazugeholt. Usun, für mich einer der absoluten Newcomer in der neuen Saison. Da bin ich sehr, sehr drauf gespannt. Und Frankfurt wird für mich die Überraschung der Saison. Auf Platz 3, dann RB Leipzig. Trotz Olmo, glaube ich, werden sie eine ziemlich, ziemlich solide Saison spielen. Und Xavi Simons wird der überragende Spieler bei RB Leipzig werden. Ich glaube, sie werden auf Platz 3 landen. Auf Platz 2, Bayern München. Ich glaube, Vincent Kompany, du hast halt bei Bayern irgendwie nicht mehr das Gefühl, so, die sind unschlagbar. Ich finde, die haben halt, ja, gute Spieler geholt, Palinha, Olysee geholt, aber du hast halt auch in den letzten Jahren irgendwie, du hast nicht mehr so eine Einheit. Kimmich wollte schon mal weg, Goretzka hast du jetzt abgesägt, so, du hast De Ligt verkauft, Masraoui verkauft, dann hast du einen Boey geholt, wo keine Ahnung, 30 Millionen für bezahlt worden sind, wo keine Sau weiß, ob der das überhaupt kann. Jetzt ein Palinha neu dazugeholt, Olysee da neu dazugeholt. Ja, das ist nicht mehr so ein gefestigtes Mannschaftsgebilde bei Bayern München. Ständig den Trainer gewechselt. Und ich glaube nicht, dass sie eine Leverkusener Mannschaft, die sich sogar individuell nochmal verstärkt hat mit Garcia und noch 2 von Start Rennen, glaube ich, einen Stürmer,
sich da wirklich nochmal qualitativ auch individuell verstärkt haben. Und ich sehe nicht, wie Bayern München auf Strecke Bayer Leverkusen überholen kann. Und da wird Bayer Leverkusen tatsächlich bei mir deutscher Meister. Torschützenkönig wird trotzdem aus meiner Sicht Harry Kane. Der DFB-Pokal geht dieses Jahr an Niederrhein. Borussia holt das. Schon mal hier habt ihr es als erstes gehört. Ich glaube, dass Osun so ein bisschen der Newcomer der neuen Saison werden könnte. Topscorer, glaube ich, Xavi Simons. Und das wären so meine Tipps. Wie gesagt, St. Pauli, Heidenheim gehen direkt runter. Holstein Kiel in die Relegation. Unsere Borussia auf Platz 8. Stuttgart in die Conference League. Dortmund und Wolfsburg in der Europa League. Eintracht Frankfurt auf dem 4. Platz. Leipzig auf 3. Bayern auf 2. Bayer Leverkusen auf 1. Und jetzt bin ich extremst gespannt auf eure Prognose, auf meine Einschätzung auch, auf eure Reaktion zu meiner Einschätzung, wo sagt ihr, Buschi, das sehe ich komplett anders, das Team muss höher, tiefer und ich wünsche euch ein super Wochenende und einen Top-Bundesliga-Start mit hoffentlich 3 Punkten für die glorreiche Borussia. Macht's gut. Ciao. Wir sind Borussia. Die Leute ist, was hier zählt. Das Herz